Was geht? Das war deine Begrüßung. Ja, klar. Erste Sahne. Was ist denn Perfekt. das SA-58? Was ist denn das für eine Waffe, Alter? Dieses Russen Gedöns. Ich habe die gerade mal in die Hand genommen. Ich check die jetzt mal ab. Was ist meine M4 mal da drin? Zockst du immer noch mit der M4A1? Warum? Ja, klar, weil die geil ist. Ah, du hast ja das Akkord drauf, ne? Oder was ist das? Ja, das CCO, ja. Lass mal mit dem Little Bird fliegen. Der Little Bird ist irgendwie geiler zu fliegen als das dicke Ding. Nee, da stürzt sich bestimmt ab. Lass mal lieber den Dings Ach, du willst nehmen. fliegen? Ja, ich Okay. fliege. Wir können auch einfach zu zweit fliegen und zwei schauen. Nee, das ist dumm. Warum ist denn? Treibstoffverschwendung. Ja, und wir auftanken zwar so oder so irgendwann wieder. Ich hab die doch gerade voll aufgetankt, beide. Wir wollen ja nur kurz über die Küste da fliegen. Ja, dann nehmen wir trotzdem den Little Bird. Nein, nicht den großen. Wenn du abstürzt, dann ist der große weg. Weißt du, was ich meine? Ja, wie mache ich den nochmal aus? Eject, also Raum-Mausrad und dann Engine off. Warum? Willst du jetzt doch mit dem hier fliegen? Nee, hast ja recht. Ich meine, ist ja. Der Kleine ist zwar schwerer zu steuern, aber wenn er weg ist, ist er halt weg. Dann haben wir den Großen immer noch. Müssen wir halt den ganzen Weg zu Fuß hier hinlatschen. Willst du fliegen? Mir egal, wie du willst. Ja, flieg du. Mit dem Minibird bin ich, glaube ich, nicht so gut. Ja, wie. Weißt du, wenn du Spaß dran hast, kannst du ruhig fliegen. Das ist wie Na, ein flieg doch Game. jetzt, Peter. Ja, aber natürlich ist es nur ein Game, aber man muss sich halt schon Mühe geben, damit man auch Fortschritt macht in diesem Spiel, Philipp. Ja, ich weiß. Ist nicht einfach so Larifari. Willst du Norden in die Küste entlang fliegen oder was? Ja, da oben, also nicht die Küste, weißt schon, was ich meine, ne? Den Rand des Spielfelds. Ja, dann setze ich Nach mir da einem oben guten an Marker hin. Versteck, neuen Versteck Ausschau halten. Ja. So, Bock auf den Salto? Nein, bitte nicht. Wie gesagt, Philipp, ich will den Tag heute überleben. Ja. Nicht so wie gestern. Wenn ich dich ans Steuer lasse, dann nur, weil wir damit garantiert sicher ankommen, weil ich mich auf dich verlasse, nicht damit du Saltos machst. Alles klar. Sehr schön, wir Kann verstehen ich uns. nachvollziehen. Genau, fliege erstmal da drüber, geradeaus. Guck erstmal hier. Mal schauen, ob es hier irgendwelche geografischen Gegebenheiten gibt, die einem automatisch ein Versteck versprechen. Weißt du, was ich meine? Ja. Quasi jetzt hier hinterm Berg, weißt du, wäre eigentlich nicht schlecht. Da fliegt man jetzt geradeaus. Und wie weit es da reingeht. Wahrscheinlich nicht weit. Ja doch, der Marker, der noch auf der Karte ist, der liegt bei mir noch bei 11 Kilometern. Ach so. Ja, so weit wollte ich jetzt nicht raus. Aber hier sind einfach keine Vegetationen mehr, ne? Nee, ne? Fliegt mal nach links. Nicht, dass der Heli gleich in die Luft fliegt. Weil die Karte zu Ende ist oder so. Faxen. So, hier unter uns ist schon geil eigentlich, weil das voll protected ist von diesem Berg hier, ne? Ja, schon. Oder Kann hier einfach halt nur nur mega oben. schwer landen, weil hier keine geraden Flächen sind. Naja, ja doch, da unten im Tal schon. Ja, da sind die ganzen Bäume, du kannst nicht zwischen den Bäumen landen. So gefährlich das ist. Ja, aber es geht, da muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Boah, Junge, dann hatten wir so viele Helis. Ich flieg jetzt mal hier einfach so geradeaus, du fliegst Ich jetzt will schon nur mal das Richtung. Tal, ich will schon mal das Tal angucken. Ja, mach das bitte. Jetzt. Der muss ja noch geradeaus fliegen. Flieg mal ruhig weiter geradeaus. Nee, ich will hier nur von oben. Ich kann nicht. Ich schwenk meine Sicht gerade so ein bisschen. Jetzt macht der Lilleball wieder Faxen, ey. Das hasse ich an dem Ding, dass der immer so. Wenn so ein kleiner Windstoß kommt, dann dreht er sich. Mega gefährlich. Hat da gerade jemand geklopft? Ja, ich bin an meinen.
Schreibtisch gekommen. Aha. Ja, hier ist auf jeden Fall gar nichts mehr. Ja, wir sehen ja quasi die Kartenabgrenzung. Das siehst du ja richtig. Ne? Merkst du? Bäume aufhören. Ja, du siehst. Ja, aber du siehst das. Das ist wie so ein Cut bei mir. Hä? Wo? Ja, direkt rechts von uns. Das ist wie so ein Cut. Achso, da, dieser Wulf. Ja, siehst du diese Linie einfach? Ja, dieser Wulf, der auf der Erde. Da ist so eine Linie, als ob da so ein Teppich aufhört den und der nächste Teppich anfängt. Ja, genau. Ja, nicht diesen Wulst hier. Das ist einfach. Bei mir ist das wie so ein Cut. Wie wenn Teppich an einem Teppich grenzt, weißt du? Naja, mann ich ja. Ja. Ist doch hier diese Linie halt. Was ist denn hier unten in dem Tal? Das sieht doch ganz gut aus hier, oder? Vorne? Oder fliegt man nach rechts? Wo befinden wir uns auf der Map? Ja, hier, okay. Was ist denn hier unten? Ja, das hier. Wie sieht das denn aus? Geh mal ein bisschen tiefer und flieg langsamer. Mach doch ruhig mal ein Autohover an, dann kannst du auch mal die Gegebenheiten besser abchecken. Aber braucht kein Mensch. Also landen kann man hier schon, ne? Aber auf jeden Fall. Map-technisch ist das jetzt, ja, es ist halt schon ein gutes Stück noch weiter als vorher, ne? Ja. Das ist halt das Problem. Aber merken wir uns mal hier die Stelle. Warte mal, ich zoome mal rein und check mal die Koordinaten ab. Also es ist 001 120. Warte mal. Warte, ich schreibe mir das mal gerade auf. Okay, dann flieg mal weiter in die Richtung gerade. Genau diese Richtung, die du gerade eingestellt hast. Voll schwer, den Ural hier hinzufahren. Mhm. Ja, nö, das geht man, glaube ich, hin. Das dauert halt nur, ne? Was ist das denn hier für eine Lichtung? Die sieht auch irgendwie cool aus. Da hinten, ne? Hier vorne direkt. Ja, direkt die hier vorne, weil die relativ eingeschlossen ist vom Wald. Ja. Bleib mal einfach mal da drüber stehen, so mit dem Hubschrauber. Versuch da mal relativ präzise drüber zu stehen, dann kann ich gut abchecken. Die wäre eigentlich echt nicht schlecht. Die ist sogar fast näher an der Straße da dran, als unsere alte Basis, weißt du? Ich guck mal kurz, ob und wie man hier landen kann. Ey, du musst ja nicht landen, oder? Aber landen kann man hier, oder? Ja, geh ruhig mal runter. Check mal ab, ob der rutscht. Na, ist ein bisschen schräg. Warte, ich flieg mal kurz. Ein Stückchen weiter hier den Hang hoch. Naja, so da vorne wäre gut, weil da der. Wenn du da vorne rechts. Weißt du, wie diese. Also, das ist ja wie so eine Garage da vor uns rechts, ne? Ja. Wenn man das alles da hinstellt, dann ist das gut geschützt von den Bergen, weißt du? Ja. Flieg mal da einfach mal hin. Meinst du, ne? Mhm. Gucken wir mal, ob man hier landen kann. Boah, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ja, steigen wir mal aus. Die Stelle finde ich echt cool, vor allem kannst du echt ewig weit gucken von hier aus. Ja, du kannst halt auch vor allem sehen, wenn jemand kommt, weil wenn jemand hier hinkommt, muss er erst über die Berge drüber, weißt du? Ja. Ich finde, wir sollten uns das auf jeden Fall nochmal von Süden her kommend anschauen. Weißt du, was ich meine? Dass wir quasi von Süden kommen und schauen, wie lange man braucht, um das alles zu sehen.
Ja. Und dann auch mal direkt gucken, ob hier auch gute Spots sind, um die Urals zu verstecken. Was mich immer stört, wir sind immer zu nah an irgendwelchen Airstrips. Alle fliegen immer zu den Airstrips. Das sind immer die Knotenpunkte. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwie da in Reichweite sein, weil erstens ist da unser Tank. Ja, also wir da fliegen unser Benzin. Ja, wir können aber auch irgendwo bei einer Tankstelle ein Lager machen. Was heißt meine? Also ja, aber das ist, Tankstelle ist automatisch in der Nähe von der Stadt, Peter. Naja, aber was? Das heißt, inmitten der Karte, und das findest du automatisch irgendwann. Hier an diesen Rändern, da fliegt ja nie jemand lang, weil hier nichts ist eigentlich. Es sei denn, man sucht halt explizit ein Lager. Was wir übrigens gleich, by the way, auch mal machen können. Einfach mal einen Rundflug über die Karte, über den Kartenrand machen. Beziehungsweise ich würde auch mal einmal am alten Lager, an unserem alten Lager vorbeifliegen und mal gucken, ob da der Ronk chillt, weißt du? Ja, wo war das nochmal? 100 irgendwas? Ich weiß es noch. 11 und 114, glaube ich, war es, ne? Ja, irgendwie sowas. War auf jeden Fall über der Landebahn, über der Decken. Ich finde es aber jetzt gerade nicht, weil hier eine Straße seid. Wann führt denn hier eine Straße aus der Karte raus? Das wusste ich ja gar nicht. Wo führt eine Straße aus der Karte? Da oben, die große. Mhm. Sollen wir da hinfahren und gucken, was die, wo die da hinführt? Ich hab die Koordinaten vergessen, doch. Ich flieg jetzt mal da oben zu dem, wo die Straße ist. Da habe ich Bock drauf, da muss ich mal gucken. Warte mal, Peter, ich bin hier noch. Ich wollte hier nochmal gucken, was hier in dem Little Bird eigentlich drin ist. Ob da überhaupt was drin ist. Nee, da ist nichts drin. Ach, bin drin. Und dann flieg mal zu der Straße. Und du bist ja gar nicht drin. Ja. Obwohl, hier ist auch ein See, ne? Das ist auch ziemlich geil eigentlich. Ja, der ist halt nicht so weit weg zumindest, weißt du? Ja, und da führt eine Straße hin. Ja, zu hier dem kann See. Man, hm? Zum See führt eine Straße hin, oder was meinst du? Ja, warte, guck mal. Gehotzt, ne? Aber du willst zu dieser Straße, die ans Nordende der Karte führt, ne? Nee, warte, zeig ich dir jetzt. Aber da lass da mal echt die Straße lang fliegen, da ist bestimmt irgendwo ein Camp, Alter. Naja. 100%. Aber ich gucke das mal. Ja, wo willst du jetzt gucken? In einem Kilometer, das ist nicht weit, das siehst du gleich direkt. Jetzt linke Seite von uns. Nein. Dieses Steinkonstrukt da, oder was? Nee, warte, an dem See. Siehst du den See, der an der Straße endet? Ja, und was ist da? Ja, da ist ein See und da ist ein großer Platz. Warte, das ist ja gleich. Ja, aber da wäre dumm, wenn wir da unser Lager aufschlagen. Nee, nicht direkt an dem See. Du meinst dahinter quasi, hinter dem See, wenn man von Süden guckt, hinter dem See, also Norden, nördlich des Sees. Ja, siehst du gleich. Das wäre auf jeden Fall schlau, weil das ist eine riesen Lichtung. Mehrere Lichtungen. Direkt hier vorne mal nicht. Das ist ja ein Staudamm sogar. So, und ich würde dich hier oben an diese Ecke stellen, siehst du die? Ja, aber das ist doch auch ein Haus, Alter. Ja, und das kann man nicht nutzen. Ja, aber da ist eine Straße. Das ist total dumm. Wenn, dann müssen wir hinter dem See. Die Straße führt nirgendwo hin. Doch, die führt in die Stadt, Peter. Guck doch mal nach. Ja, aber guck doch mal. Die führt von nichts in die Stadt. Also dahinter ist nichts. Ja, aber wenn da jemand hinfährt, um seine scheiß Wasserflasche aufzufüllen, ist unser Lager entdeckt. Denk doch mal nach, Mann. Ja, aber ich will ja nicht direkt hier hinpacken. Ja, aber, ja, nix aber. Wenn da jemand hinfliegt, nur hinfliegt. Guck mal, wir sind noch, als wir das, du hast doch auf dem Let's Play gesehen, wir sind wegen dem See sogar gelandet. Erinnere dich. Ja, aber warte, guck mal jetzt. Das ist das Dümmste. Wir können auch hier hinten hin. Ja, wenn dann hinten. Da hinten rechts. Guck mal, flieg mal hinten, weiter rechts. Da siehst du da, wie das enger wird, diese Lichtung. Ja, aber Hauptsache wir haben. Das sind gute Spots, nicht direkt an der Straße. Nein, aber das Geile ist halt, dass wir hier einen See direkt in der Nähe haben und eine Straße, wo wir langfahren können. Vielleicht auch hier oben, guck mal, flieg mal nach rechts. Guck mal, da rechts, siehst du was? Da geht's ja noch hoch, das ist auch nochmal blickgeschützt. Ich weiß nicht, was hinter dem Berg ist. Hier oben sieht's noch eine Lichtung aus, warte. Das da hinten, meinst du? Diese kleine Lichtung hier oben. Direkt auf dem Berg. Kann man nicht landen. Flieg mal lieber rechts hinter dem Berg und guck mal, was da geht. Genau. Jetzt geradeaus gerade. Was hier unten runter geht. Hier wäre doch super. Einfach hier am Fußende des Bergs. Bist du blickgeschützt? Oder? Was meinst du? Das ist doch tatsächlich cool hier. Ist auch nicht so weit vom Airstrip oder beziehungsweise von der Straße vom Airstrip. Ich schreib mir mal die Koordinate auf, warte. Das ist echt nice hier.
0994. Ich schreib mal See. Und das andere war Lichtung einfach nur. Ja. Okay, warte, ich guck mal kurz auf der Map. So, jetzt checken wir mal die Straße ab. Oder ne, flieg einfach nach rechts. Und flieg einfach hier das weiter ab. Zu der Straße meinst du da hinten? Ja, in Richtung Straße, ja. Aber wir fliegen das in dieser Richtung hier ab. Dass wir gerade nach den Norden, in den Norden abfliegen. Aber sonst gibt's ja. Und da ist noch ein riesiger Berg. Blablabla. Bla, bla. Peok oder Penk oder wie der heißt. Da fliegen wir aber auch gerade drauf zu. Dann. Was sagt eigentlich unser Benzinstand? Oh, reicht noch locker. Die Scheibe ist ein bisschen kaputt, deswegen verlieren wir was, aber das ist nicht so schlimm. Eine Scheibe, wir haben eine Scheibe, ne? Eine Windschutzscheibe? Ja, müssen wir gucken, ob wir den gleich reparieren können. Das ist ja geil. Ich habe ja eine Toolbox. Ich habe irgendwo eine Windschutzscheibe untergebracht, glaube ich. Das war gleich mal. Das ist halt alles so offen hier, ne? Ja, so ein bisschen. Ist das dieser fette Berg hier, wo wir sind? Ne, da sind wir noch nicht. Aber wenn du noch ein bisschen links fliegst. Du willst links lang? Ja, ja, nach links. Wir müssen ja den Norden abfliegen. Und jetzt gerade bleibst. Ne, ein bisschen rechts noch. Ne, ne, ich weiß, wo die Straße aufhört. Nein, rechts. Du fährst falsch. Die Straße ich hab einen Marker für auf. Die Straße. Ich weiß, sie hört weiter rechts auf, aber ich will hier um den Berg rumfliegen. Ja, aber wenn wir so weiterfliegen, dann sehen wir nämlich diesen krassen Berg. Wenn wir so weiterfliegen, genau. Ein bisschen weiter links noch. Ja, so ist gut. Dann sehen wir den krassen Berg. Da sind ja auch immer gute Gegebenheiten, vielleicht, um dich irgendwo zu verstecken. Der Mund ist, glaube ich, richtig hoch, der Berg. Müssen wir gleich mal gucken, was da abgeht. Nein, kommt schon. Ja. Ja, das ist aber noch nicht der Berg. Den ich hier drauf habe, der ist, glaube ich, noch höher. Du fliegst auch aus der Map raus gerade übrigens. Du musst weiter links. Noch weiter links. Du driftest immer mehr nach rechts. Automatisch. Ich weiß nicht warum. Ist wahrscheinlich, weil der Minibird kaputt ist. Was, Mann? Ich habe doch einen Wegpunkt. Ich fahre ja, aber genau du driftest immer nach rechts. Nein, weil ich hier immer korrigiere. Und der Berg ist aber links von uns. Passt. Aber ich dachte, du willst am Ende der Straße. Ja, aber da kommen wir auch automatisch hin, wenn wir an dem Berg vorbeifliegen, weil die Straße hinter dem Berg ist. Du wirst das nachgucken. Weißt du, welchen Berg ich meine? Das ja, wir fliegen doch genau daran vorbei, wenn ich zur Straße fliege. Ja, ja, jetzt, aber du driftest halt immer nach rechts. Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich, dass wir jetzt wieder an den Kartenrand fliegen. Ich fliege genau auf meinen Wegpunkt. Ja, ich sehe deinen scheiß Wegpunkt ja nicht. Ja, der ist genau am Ende der Straße, wo die gelbe Straße auch. Ja, aber ich will an dem Berg vorbeifliegen. Ja, da kommen wir doch vorbei. Ja, halt. Da ist er doch. Der ist nicht krass. Da links ist Ding, das ist der Berg. Das ist ja lächerlich. Ja, das ist er. Der sieht nur deswegen so krass aus, weil er halt ja, so aber klein ist. Ja, der hat einfach eine steile Steigung, deshalb sind so viele Pfeile da. Dass er um den Kopf ist. Der ist halt einfach nur steil. Aber gut, dann fliegen wir jetzt zur Straße und checken. Und fliegen die mal lang und gucken dann mal schön aus dem Heli und schauen, ob wir eine Basis sehen. Also alles ab hier kommt eigentlich schon nicht mehr in Frage für eine Basis von uns, weil das von allem weit viel zu weit weg ist. Vorne ist die Straße. Beziehungsweise da hört sie auf. Jetzt leg die mal schön ab.
Ich sehe aber keine Basis, du. Das ist ein Haus. Wir sind eigentlich schon zu weit reingeflogen. Wo waren unsere Basis nochmal? Die müsste doch hier irgendwo gewesen sein, oder? War die mehr nördlich? Nee, die müsste hier irgendwo auf dem... Nee, die war... Ich hab mich an diese Karte, an diese Straße gar nicht erinnert. Ich hab sie. 11, 41, nee, da ist es. Ja, ich weiß es jetzt auch. Wir müssen weiter südlich. Hier irgendwo war das, ne? Dahinter. Hier. Genau hier? Ja, genau hier. Aber ich sehe hier keinen. Dahinter war... Hier hat ein Baum. Steht da bei noch der, was? Ja. Da steht da noch ein... Ey, da stehen Zelte. Alter, lande hier mal. Siehst du? Und direkt unter uns, Peter. Rechts von uns. Das heißt, die wir kaputt gemacht haben? Nein, die sind aufgestellt. Flieg mal ein bisschen weiter weg. Mal weiter geradeaus. Ach, da unten, ja, ich seh's. Ja, aber flieg, lande nicht hier, Alter, lande nicht hier. Nein. Wo soll ich landen? Weil der Honk ist doch hier immerhin. Lande mal woanders, damit wir es einfach anschauen können, was da steht. Aber das können wir eigentlich auch so. Da sind vier Zelte und ein Mini-Bird. Da steht ein Heli. Da steht ein Little Bird. Ja, lande nicht hier. Das ist der bewaffnete Winnie-Bird, ne? Nee, das ist ja wieder. Was machst du eigentlich, Peter? Ich will gucken, ob der Tank drin ist. Ich check die Zelte kurz. Okay, Tank leer. Und überall braun. Also er fliegt nicht mehr, scheiße. Die Zelte hier sind auch leer. Ach, scheiße. Nee, nix. Griff ins Klo, würde ich sagen. Ich mache mir noch einen Kaffee. Ja. Ich guck mal kurz auf die Map, ob ich irgendwo... Da steht ein UAZ, warte. Ich muss nochmal raus, da steht ein UAZ im Wald. Wo? Hast du reingezoomt? Guck mal auf die Map. Ich sehe kein UAZ. Bei mir war gerade ein UAZ auf der Map. Warte kurz, ich steig aus und nehme ich den vielleicht. In welcher Richtung? Hier hinten im Wald, wo wir unsere Fahrzeuge mal abgestellt haben. Das ist vielleicht unser alter UAZ? Ne, wir hatten kein UAZ, ne? Du bist vor mir. Ne, wir hatten kein UAZ. Steht auf jeden Fall, ne? Wo ist der? Genau vor mir. Ich geh mal in die Luft und such den. Ja, pass bloß auf mit der Little Bird. Ne, ich mach Autohuber, ich mach nonstop Autohuber. Ich mach den gar nicht erst aus. Da kann man eh viel besser gucken, wenn man den anhat.
Man ist halt voll manövrierunfähig mit dem Auto, man kann überhaupt nichts machen. Ah, geht, stimmt so nicht, finde ich. Ach, das ist ein Jeep. Ist da was drin? Ich guck gerade, da sind zwei Jeeps. Ja, die standen letztens hier auch noch, die haben wir dem noch zurückgelassen, da ist nichts mehr drin. Oder? Guck mal ins Gear, aber da dürfte eigentlich nichts drin sein. Nee. Oh, nee, beide leer. Egal. Bist du im Hubschrauber? Ich warte jedenfalls auf dich hier. Achso, ich dachte, du kommst nicht abholen oder so. Nee, nee. Ich steh daneben. Kannst du ruhig fliegen, wenn du willst, das ist ja kein Ding. Nö, nö. Ich flieg nur im Notfall. Nee, mir ist echt Latte, du kannst ja fliegen. Ich will nicht fliegen. Ich hab jetzt nicht unbedingt Lust zu fliegen, ich gucke lieber zu, weißt du, das hab ich doch immer schon gesagt. Ja, stimmt. Ich sitze lieber und gucke mir die Landschaft an, weil da kann ich mich besser auf die Landschaft konzentrieren, weißt du? Ich liebe es zu fliegen, ich finde. Ja, fliegen ist ja auch lustig, aber ich hab jetzt im Moment einfach keine Lust zu fliegen. Ich will lieber gucken nach einer neuen Base und nach der gegnerischen, also... Wollen wir nicht gleich mal, wie viel Sprit haben wir? Noch voll viel, aber wir haben keinen Jerrycan, lass uns erst ins Lager fahren, fliegen und Jerrycans holen. Ja, und mal gucken, ob wir den reparieren können und dann gucken wir mal, ob, dann fliegen wir mal zu der Insel. Weißt du, was ich meine? Ja, einfach mal drüber fliegen, gucken, was er so hat. Ja, einfach nur drüber fliegen. Oh fuck, ich hab gar keinen Kaffeepulver drin, ich voll Idiot. Heißes Wasser, Ja, ich nehme mir mal löslichen Kaffee, weil ich zu faul bin, Kaffee zu machen. Ich hab jetzt einfach heißes Wasser in meine Tasse gegossen. Peter Lett. Ach, Kaffee ist so geil. Du fliegst oder was? Wenn du nicht fliegen willst, musst du auf den Beifahrersitz umsteigen. Ja, warte kurz. Ja, kein Ding. Ich mach mir nur gerade Milch und einen Kaffee. Milch in meinen Kaffee. Aber der ist nicht rot, eigentlich müsste der noch fliegen können. Der ist halt überall orange. Ja, ist aber scheiße, wenn der überall orange ist, kannst du eigentlich nicht mehr fliegen. Peter, lass mich doch jetzt einsteigen, Alter. Ich hab nur den Motor. Achso, du mal redest. Der. Kam einfach nicht. Get in oder get. Blablabla. So, wohin wollen wir? Zuerst ins Lager oder was? Mhm. Doch, Jerrycan holen wir nicht. Ah ja, ins Lager Jerrycan holen und gucken nach der Scheibe. Zur Not fliegen wir schnell nach Tscherno. Gucken, ob wir was finden. Ich weiß ja genau, wo da Scheiben spawnen. Es gibt ja diese Lagerhalle und da hast du ja auch mal eine gefunden, erinnerst du dich? Ja, oben auf dem Fenster. Genau, und es gibt dieses Industriekomplex. Da drin sind auch manchmal Menschen. Hast du einen Nachpoint gesetzt am Lager? Ja. Ja? Ja, hab ich. Ich flieg genau drauf zu. Er hat ja auf jeden Fall irgendwo eine Base mit ganz vielen Autos, ne? Wie wir ja gelesen haben. Das ist halt nur die Frage, wo, ne? Hat er geschrieben? Ja, was? Du kriegst nichts mit, ne? Nein. Haben wir gestern noch voll oft drüber unterhalten, was er wohl für Autos hat. So Ferrari und so, hat er doch selber auch geschrieben. Natürlich hat er das nicht, aber... So, ne, hab ich nicht mitbekommen. Aber du warst doch mit dabei, du hast doch auch darüber gesprochen, verstehe ich gar nicht. Ja, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Wenn mich was nicht interessiert, dann merke ich mir das nicht. Ich verstehe das nicht manchmal, wie du nicht überhaupt, wie du nur so immer so teilweise nur auch so dabei bist, weißt du? So dir keine Mühe gibst oder so, weißt du? Wir sind ja eigentlich, keine Ahnung. Wieso gebe ich mir keine Mühe? Es ist ja, einfach nur. Wenn du mir sagen, gesagt, ja, ich gebe mir halt keine Mühe. Ja, nicht 100%. Oh, da hat er geschossen, oder?
Hast du das auch gehört? Nö. Nicht mal weiter. Ich guck mal, was hier ist. Ist hier irgendwas? Also ich hab nichts gehört. Oh, 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 ich muss runter. Ich hab ein Bett. Gelb oder rot? Rot. Ja, dann gehen wir runter. Langsam, 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 Peter. Ah, kann doch mal, ich hatte da mal einen Schubregler. Guck mal. Ich schwebe ein Meter über der Luft. Ja, mach das, du hast roten Ping, du Spast. Geh jetzt runter, Mann. Mit deinem Kack-Joystick, Mann. Du packst mich manchmal echt ab. Nur weil du einen hast, musst du es dann auch immer beweisen, weißt du? wenn wir jetzt, wenn du jetzt disconnected hättest. Da fällt er ja nicht wie ein Stein, weil der hat ja immer noch den Auftrieb von dem ich vorher eigentlich. Nein, das du verstehst du nicht. Wenn du einen Disconnect gehabt hättest und dann wieder gespawnt wärst, dann wärst du im Heli gespawnt, also nicht am Steuer, sondern im Heli drin und wärst tot. Verstehst du das? Ja. Ja, also. Okay, wir können wieder. Mal?